Jo Freunde, was geht und damit willkommen zu einer neuen Folge von der Formel 1 2006 Karriere und heute machen wir weiter beim großen Preis von Spanien. Im letzten Part gab es ja eine Doppelfolge, eigentlich ungewollt, weil wir hatten ja den Unfall beim großen Preis von San Marino und zwar im Rennen ja mega dämlich gewesen, also es war absolut meine Schuld. Ich habe mich da weggedreht und bin einfach wieder rückwärts gefahren, statt dass ich einfach normal wende, wollte irgendwie noch Fernando Alonso aufhalten, aber das war letzten Endes eine total dämliche Idee. Ich hätte ihn einfach vorbeilassen sollen und dann hätten wir trotzdem noch locker Platz 2 schaffen können. Aber naja, danach aber noch beim großen Preis von Europa auf den Nürburgring mit der Pole Position und dem Sieg wieder mal schön 10 Punkte geholt und deshalb sind wir doch wieder sehr, sehr weit vorne, nämlich 14 Punkte vor Massa in der Fahrerwertung, 15 vor Alonso. Also sieht bisher auf jeden Fall alles sehr, sehr gut aus, Freunde. Und ja, ich würde sagen, wir machen damit direkt mal weiter mit dem großen Preis von Spanien in Barcelona. Das wird allerdings, glaube ich, eine größere Herausforderung, weil die Strecke, da ist die KI auf jeden Fall richtig schnell. Ich bin mittlerweile wieder fast ganz fit mit der Erkältung, was war ja bei der einen Formel 1 Manager Folge der Fall. Das war wieder ungefähr eine Woche lang mega nervig gewesen, aber jetzt geht eigentlich alles wieder relativ gut, Freunde. Und wenn das Video hier online kommen sollte, sind wir ja schon fast am Ende des Jahres 2022. Auch verrückt, wie schnell das wieder vorbeigegangen ist, Freunde. Aber das wird auf jeden Fall noch nicht das letzte Video von dem Jahr sein. Ich weiß noch nicht genau, wann hier dieses Video online kommen wird, aber ich denke, es gibt auf jeden Fall noch ein Video danach oder so, höchstwahrscheinlich. Auch ein bisschen komisch, ich nehme das Ganze vor Weihnachten auf, aber wenn das Video online kommt, ist eben schon Weihnachten vorbei. Ich hoffe, ihr hattet auf jeden Fall ein paar angenehme Tage. Ihr könnt mal gerne reinschreiben, was ihr so geschenkt bekommen habt, Freunde. Was lag bei euch unter dem Weihnachtsbaum? Das wäre auch ganz nice, mal zu lesen. Was ihr euch so gewünscht habt und ob vielleicht die Wünsche hoffentlich erfüllt wurden alle. Kurz mal ein bisschen Nasenspray nochmal gegönnt, weil das muss jetzt mal kurz sein. Irgendwie die Nase gerade extrem zu, obwohl es eigentlich ganz okay war seit heute Morgen. War, glaube ich, eine ganz okay erste Runde, 1:15.8, aber ich weiß nicht, ob das schon reicht. Sind halt gerade mal 1,7 Sekunden vor Sato gefahren. Wir schaffen es am Ende auf Platz 10, aber da seht ihr, ganz so einfach wird es heute nicht in Barcelona. KI ist da schon deutlich anspruchsvoller. Der Sieg wird wahrscheinlich sehr, sehr schwer heute. Der dritte Sektor war nicht ganz perfekt, aber trotzdem sind wir mit der 1:15.2 ein bisschen schneller. Also ich denke mal, das dürfte auch reichen für die dritte Session jetzt hier. Davor waren wir ja 10. und jetzt sollten wir bestimmt nochmal ein, zwei Plätze weiter vorne sein. Wir schaffen es auf Platz 9 weiter, das allerdings relativ deutlich, 9 Zehntel vor Platz 11. Damit jetzt in Q3 wird nicht gerade einfach, aber mein Ziel ist schon so Platz 7 oder 8 mindestens mal. Ich denke, Top 6 dürfte auch drin sein, wenn ich alles perfekt schaffe. So, hier der Boxenstopp, würde ich sagen, machen wir in Runde 6. Ey, was macht der Renault jetzt hier? Jetzt gerade in Q3, aktuell bei der ersten Runde. Boah, Montoya fährt einfach gefühlt gleich schnell wie wir in der zweiten Session. Und zwar die 1:15 wieder mal. Also das werden wir niemals heute schaffen können hier in Q3. Boah, war keine schlechte erste Runde. Wir fahren die 1:16.5. Okay, also nur eine Sekunde langsamer. Ich denke, es wird auf jeden Fall echt schwer, mehr als das eben zu schaffen am Ende. Boah, zweiter Sektor nochmal 3 Zehntel. Ja, dritter Sektor hätte besser laufen können. Wir fahren die 1:16.
16:2 immerhin. Also keine schlechte Zeit. Damit sind wir Siebter. Aber ich denke, mehr als das wird nicht wirklich drin sein. Maximal 3/10, wenn überhaupt. Ja, ich glaube, ich breche das Qualifying ab. Ich denke, das reicht für heute. Ja, mit 2/13 mehr würden wir gerade mal einen Platz gewinnen. Also maximal vor Jensen Button. Barrichello ist einfach 16 weiter vorne. Also das passt, Freunde. Am Ende sind wir Achter. Nicht so ein starkes Qualifying. Maximal Platz 7 oder 6 wäre drin gewesen. Naja, also die KI ist heute echt stark. Montoya 4. Massa auf Pole, Alonso, dann Schumacher. Aber ist doch auch ganz nice. Endlich mal wieder ein bisschen mehr Spannung drin. Mal schauen, wie das Rennen jetzt hier laufen wird, Freunde. Nächstes Rennen ist ja Monaco, also auch nicht gerade einfach. Und damit let's go. Deshalb umso wichtiger, wenn wir am Anfang sehr viele Punkte gesammelt haben. Und damit der Start nicht gerade die beste Reaktionszeit, aber okay. Damit sind wir immerhin noch 8. Fisichella ist nur 9. im Qualifying gewesen. Sehr, sehr komisch. Klar, der war, glaube ich, hinter uns. Der ist doch bestimmt noch ein, zwei Runden ohne uns gefahren. Naja, egal. Wir können leider erstmal keine Plätze gut machen. Nicht ganz so nice. Aber jetzt hier vielleicht beim Reinbremsen. Gegen Nick Heidfeld im BMW. Jawohl, wir kommen vorbei. Damit sind wir 7. Fisichella kommt aber auch vorbei hier. Heidfeld wieder durch gegen Fisichella. Komm schon, jetzt hier schön im Windschatten von Button. Und dann kann ich einfach mal reinbremsen, würde ich sagen. Und zwar hier innen ganz spät und gegen Barrichello, jawohl. Das haben wir im letzten Jahr, glaube ich, auch so gemacht. Aber danach lief es nicht mehr ganz so gut bei dem Rennen. Immerhin jetzt schon auf Platz 5, glaube ich, nach vorne. Jetzt hier die Tür offen für Barrichello, aber wir schaffen es. Aber ich denke, mehr wird nicht mehr drin sein, weil die ersten vier sind viel, viel besser in Qualifying gewesen. Montoya, die beiden Ferrari und eben Fernando Alonso. Das ist eben das erste Rennen, wo ich mal keine Siegchancen aus eigener Kraft habe. Sonst war die Pace immer von uns sehr, sehr stark. Auch in Australien hätten wir gewinnen können und in Imola natürlich auch, aber das konnten wir leider nicht durch den Unfall. Deshalb war das, wie gesagt, umso wichtiger, dass ich am Anfang relativ viele Punkte mitgenommen habe. Oh, da gab es einen Unfall und zwar Fisichella. Alter, da muss ich nachher mal reinschauen. Der hat sich komplett gedreht. Der Renault-Fahrer, keine Ahnung, was da passiert ist, aber ich glaube, der fährt noch. Interessant. Wie gesagt, gute Punkteausbeute nach den ersten 5 Rennen mit 38. Kann man sich nicht beschweren. Und jetzt kommen, wie gesagt, ein paar schwerere Strecken, wie eben hier Barcelona heute oder nächste Folge dann Monaco. Aber dann kommt dann später wieder sowas wie Kanada oder Magny-Cours, wo wir auf jeden Fall wiederum ein bisschen gut punkten können. Boah, das war knapp hier neben dieser Wand. Er fährt ganz normal. Ah, fährt hier auf den Curb und dreht sich. Also das passiert nicht nur uns anscheinend. Sehr schön. Immerhin passiert das bei der KI auch mal. Weil sonst ist das gefühlt echt immer nur bei uns passiert, dass man sich auf den Curb eben schnell wegdreht. Pace-mäßig aktuell, aber die Honda jetzt doch wieder schneller. Zumindest Button eben. Ansonsten ist Montoya leider auch ein bisschen schneller geworden vorne. Also ich denke, Platz 6 dürfte aber schon mal mindestens drin sein. Also safe. Ansonsten nach vorne wird es halt echt schwer, da was zu schaffen. Anscheinend Barrichello, glaube ich, ausgeschieden. Genau, weil er ist eben nicht mehr da. Und nachher beim Boxenstopp, da muss ich, glaube ich, eigentlich in der richtigen Runde reinfahren. Weil das Problem ist halt, ich weiß nicht genau, wann Montoya reinfährt, aber ich gehe mal davon aus, auf jeden Fall später. Und wenn der genau eine Runde später reinfährt, dann haben wir entweder das Problem, wenn wir durchfahren, dass wir kein Benzin mehr haben, oder halt das Problem, dass uns Montoya auffällt, wenn ich in der gleichen Runde wie er reinfahren müsste. Und deshalb fahre ich auf jeden Fall lieber planmäßig rein. Auch wenn die Reifen wahrscheinlich noch viel zu gut sind. Die Reifen fangen gerade erst jetzt an, sich abzunutzen. Also ein bisschen schade, dass wir so früh in die Boxengasse reinfahren. War eine gute Boxenstoppzeit, 8,1. Wir wurden auch nicht aufgehalten. Da vorne kommt der andere Ferrari aus der Boxengasse und diesmal haben wir echt gar nichts mitzureden. Genauso wie Montoya, der ist da vorne auch schon. Also damit dürfte es auf jeden Fall nur Platz 5 heute werden. Ist auch okay, immerhin 4 Punkte. Aber wir verlieren halt eben 6 Punkte auf Massa in der Fahrerwertung. Damit kommt er bis auf 8 Punkte wieder ran. Jetzt erstmal hier den Superguri irgendwie überholen. Aber das wird nicht so einfach. Button ist hinter uns, 3,6. Pace auch auf den harten Reifen wieder mal nicht ganz so schnell. Weil normalerweise wäre ich da safe schon vorbeigekommen am Superguri. Ich hoffe mal, jetzt kann ich hier vorbeiziehen. Genau, sieht gut aus. Hier links am besten so. Oh, was, Leute? Es regnet. Och Gott, Alter, was ist das denn jetzt? Ey, fuck, das bringt nochmal komplett Spannung rein. Und Nick Heidfeld ist bis jetzt durchgefahren. Also wenn er jetzt erst rein ist auf Intermediates, dann hat er auf jeden Fall den schlauesten Move in seinem Leben gemacht. Ey, scheiße, Digga. Das ist jetzt genau das gleiche wie letztes Jahr Nürburgring. Gerade sagt der Kommentator, ja, es fängt an zu regnen. Und dann fährt Heidfeld in die Boxengasse. Ich hoffe mal nicht auf Intermediates. Weil das heißt, wir hätten dann quasi einen Platz weniger am Ende. Nämlich nur Platz 6, falls er eben schon drin war.
Oder mal schauen. Also ich denke, ich werde schon wieder versuchen durchzuziehen. Aber das Risiko ist auch nicht so gering, dass man da irgendwie einen Fehler macht. Ey, scheiße, Button kommt so schnell ran. Jetzt versaut wieder mal der Regen ein halbwegs gutes Ergebnis. Platz 5 ist schon noch in Gefahr, weil die KI ist irgendwie richtig schnell jetzt geworden. Also Button und Fisichella hinter uns. Aber noch ist der Regen auf jeden Fall so okay, dass man auch fahren kann. Ich denke, man wird aber sowieso wechseln müssen, weil wir haben noch so viele Runden. Ey, Mann, Button ist schon wieder dran. Genauso wie Fisichella, der kommt auch schon gleich. Ey, Digga, wieso ist die Pace von der KI plötzlich so gut? Das kann doch nicht sein. Ja, Button kommt vorbei. Warum bin ich so langsam hier im zweiten Stint? Im ersten war ich noch ganz okay, aber jetzt auf diesen scheiß harten Reifen ist die KI so viel schneller. Ey, Mann. Damit war's das auch mit Platz 5 leider. Button ist so leicht vorbei. Unglaublich. Ja, Fisichella wird auch vorbeiziehen. Ja, das war's dann mit den Punkten gefühlt auch schon. Also, da habt ihr's, Leute. Ich kann doch nicht jedes Rennen gewinnen. Das ist doch auch mal ganz beruhigend, aber trotzdem nervig, weil ich jetzt wegen dem Regen hier wieder mal einige Punkte verliere. Okay, die fahren rein, das heißt, wir fahren auch rein, ganz ehrlich. Ja, okay, wurde verstanden, die Anfrage. Ich hoffe, das ist die richtige Entscheidung. Wir schauen einfach mal, Freunde. Ja, die haben Intermediates auf jeden Fall. Ja, 8,8 war okay, aber da kam Fisichella leider wieder durch. Boah, was ein Chaos jetzt hier, alle in der Box. Ah, geil, okay, das war's dann auch mit dem Einholen. Ja genau, ich mache einen Fehler und bekomme die Strafe. Ey, so eine dämliche Scheiße, ja. Bremst mich halt runter auf gefühlt 0 km/h. Ja, jetzt kommt noch der Toyota vorbei. Ey, so ein Scheiß. Alter, ich schwör's euch, so ein dummes Rennen mal wieder. Ich habe mich mit Platz 5 zufrieden gegeben. Und jetzt bekommen wir letzten Endes wahrscheinlich nicht mal einen Punkt, wenn Heidfeld noch vorbeikommt. So lächerlich. Digga, es fährt sich mit Intermediates genauso scheiße. Ja, geil. Ey, das macht wirklich null Unterschied, Alter. Das ist so lächerlich. Ich hätte halt einfach durchfahren können, ganz ehrlich, weil dann hätte ich sogar eher Chancen gehabt, irgendwas Gutes mitzunehmen. Ja, geil, was ein schönes Übersteuern. Ja, das war's damit mit den Punkten, Freunde. Platz 10. Ey, was sind das denn für Regenreifen? Man kann nicht mal fahren. Das fährt sich wirklich 1:1, wie als wäre ich mit Trockenreifen. Damit verlieren wir 10 verdammte Punkte, obwohl ich gefühlt keine Fehler gemacht habe bei einem Rennen. Außer jetzt halt, als es zum Regen kam. Da halt der Fehler in der letzten Runde gewesen, als ich eben abgekürzt habe. Aber sonst, ganz solides Wochenende und dann kommt so ein scheiß Regen wieder mal und macht alles komplett kaputt. Also es macht wirklich keinen Unterschied, ob wir jetzt Intermediates drauf haben oder Slicks. Ach man, so eine Scheiße. Und danach kommt auch noch Monaco als nächstes. Also das wird ja echt geil. 4 Punkte nur noch Vorsprung, danach auf Felipe Massa statt 14. Komischerweise ist aber Montoya auf Platz 3 mittlerweile vor Schumacher, glaube ich. Sehr schön. Naja, also damit wie gesagt 10 Punkte verloren. Montoya immerhin mit dem Podium. Rettet noch ein bisschen was für McLaren, aber das ist echt ein Wochenende zum Vergessen wieder einmal. Im ersten Stint sah es aber echt stark aus. Also ich war echt solide unterwegs, muss ich sagen. Bin sehr zufrieden gewesen mit der Pace. Zwar langsamer als der Teamkollege, aber immerhin besser als die Honda im ersten Stint gefahren. Dann kam halt der Regen, hat alles wieder durcheinander gebracht und irgendwie fährt es sich mega scheiße. Also fürs nächste Mal muss ich mir einfach merken, lieber einfach auf den Slicks bleiben das nächste Mal, wenn es nur noch 2-3 Runden sind, weil dann hat man, glaube ich, bessere Chancen. Also Massa gewinnt vor Alonso Montoya, Schumacher 4., ausgeschieden 2 Fahrer, damit immer noch 1. in der Fahrerwertung, nur noch 4 Punkte, aber Vorsprung und 7 nur noch vor Alonso. Montoya ist auch schon echt nah rangekommen, bis auf 9 und bei den Konstrukteuren sind wir zum Glück noch 1. Echt lächerlich, also der Regen hier bei dem Spiel, sowas von scheiße, wie sich das fährt. Ja, dann kommt wie gesagt Monaco in der nächsten Folge, ach Gott. Also das wird auch interessant. Mal schauen, Freunde, unterdurchschnittliche Leistung, ja danke, wäre ich lieber mal nicht in die Boxengasse gefahren. Naja, damit war's das, Freunde. Lasst gerne wie immer ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, wenn ihr neu seid, keine weiteren Videos verpassen wollt. Am nächsten Part geht's dann weiter in Monaco, wird auf jeden Fall interessant, also das ist eine Strecke, wo einiges wieder mal passieren kann. Heute ist leider auch einiges passiert, aber in die andere Richtung. Naja, Freunde, damit war's das, haut rein, bis zum nächsten Part, dann hoffentlich mit ein paar mehr Punkten oder überhaupt Punkten, nicht so wie heute, haut rein. Und ciao.